Hallo zusammen, wir starten heute in unsere erste Pilates-Sequenz, sogenannte Pilates-Quickie. Wir fangen mit einer gemütlichen Sequenz an, so ein bisschen zum Thema Rückenmobilisation und ein bisschen Rumpfstabilität. Viel Spass, sollte so zwischen 15 und 20 Minuten dauern. Wir starten im Sitzen, wenn es euch nicht bequem ist, so im Fersensitz, selbstverständlich auch Schneidersitz oder Langsitzposition üblich. Wir fangen an mit der Atmung, einschnaufen, lang zieht die Arme über euren Kopf und mit der Ausatmung wieder senken. Erinnern uns wieder ein bisschen an die Pilates-Atmung, einschnaufen durch die Nase, ausschnaufen ganz leicht durchs Maul wieder aus. Versucht, gerade mit eurer Einatmung euch richtig schön lang zu ziehen, mit der Ausatmung gerade wieder ein bisschen daran denken, da Bauchnabel nach innen ziehen, flachen Bauch zu machen und nachher auch später eine gute Rumpfspannung zu behalten. Machen wir unsere Bewegungen so 5 bis 10 Mal, natürlich jederzeit, wenn ihr merkt, das ist zu anstrengend oder ihr braucht eine Pause, einfach kurz pausieren und wieder später einsteigen. Gerade noch einmal einschnaufen. Super, die ersten paar Übungen natürlich relativ gemütlich, um ein bisschen reinkommen. Ihr dürft gerade einschnaufen, den Rücken senken lassen, mit der Ausatmung rund werden. Ein bisschen anders als sonst der Katzenbuckel, und wir senken unseren Rücken wieder zurück. Schieben uns Richtung Fersen, nicht ganz absitzen. Mit der nächsten Ausatmung wieder aufkommen und gerade rund werden. Hier also wirklich Katzenbuckel machen. Dann mit der Einatmung, anstatt einfach wirklich ins Hohlkreuz zu gehen, senken wir uns Richtung Fersentiefe, hier gerade die Beine und die Rückenmuskulatur ein bisschen mehr aufwärmen, ausschnaufen, rund werden, hier wirklich das Kinn zum Brustbein nehmen und wieder einschnaufen, senken, wie Richtung Fersen zurücksitzen, einfach nicht ganz runtergehen und wieder runden. Noch einmal schön zurücksitzen. Jetzt versuchen wir hier zu bleiben, also nicht ganz auf die Fersen zurücksitzen, sondern wirklich schön bleiben. Die Hände ein bisschen hochheben und nur die Daumen richtig oben zeigen lassen. Und wirklich nur ein bisschen in die Länge ziehen. Hier wirklich schön den Rumpf ein bisschen aufwärmen, langen Rücken schieben, Blicke nach unten, Kopf bleibt in der Verlängerung der Wirbelsäule. Ganz leicht, ihr dürft hier so im Wechsel schieben, was euch Ringer geht, es geht einfach wirklich darum, eine gute Rumpfspannung aufzubauen. Gleichmässig ein- und ausschnaufen. Natürlich nicht ganz hinten sitzen, sondern das haben wir gerade auch noch ein bisschen Beintraining dabei. 5, 4, 3, 2, 1. Und das noch ganz absenken. Ihr dürft hier gerne die Beine ein bisschen mehr öffnen, dass ihr wirklich hier euren Rücken, eure Schultern, schön können lang werden lassen. Wenn es nicht angenehm ist, mit gestreckten Armen natürlich auch die Hände und die Stirne hier kurz ein bisschen entspannen, bevor wir dann uns richtig dran wagen. Super. Gut. Kommen wir richtig Vierfüßerstand. Richtet euch ein, Hände unter den Schultern, Knie sind hüftbreit offen. Zuerst eine bekannte Bewegung, Knie Lift. Gut, Bauch hinab und innen, einschnaufen, vorbereiten mit der Ausatmung, Knie lösen von der Matte, wieder einschnaufen und aus. Da wirklich wichtig, flachen Bauch, dass ihr eure Rumpfspannung wirklich nicht verliert. Gut, Kraft hier aus den Schultern aufbauen und denkt daran, langen Nacken, das heisst der Kopf in der Verlängerung, Blick nach unten. Wenn es nicht langweilig wird, bleiben wir gerade oben. Wir gehen 10 Mal in die Nähmaschine. So ein bisschen auf und ab, wenn es Nähmaschinenfüßchen haben, die so ein bisschen auf und ab fräsen. Denkt euch ihre Aufspannung. He? Nicht einlassen, Bauch aber schön drinnen lassen. Eben, 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 eben. Super, super, super. 3, 2, 1. Und zum Lösen schieben wir uns gerade Richtung Pyramide. Hier. Ich mache so ein Bein nach dem anderen. Anbeugen und wieder strecken. Versuchen, euren Kopf so gut wie es geht zwischen die Arme hineinzunehmen.
Fersen in die Länge nehmen. Beine so schön hinten durchstrecken. Es geht auch darum, die hinteren Oberschenkel schön lang werden zu lassen. Super, dann lauft mit euren Händen nach hinten zurück. Jetzt lasst euch einen Moment hinten schön hängen. Wirklich nicht ganz komplett in der Strecke stehen. Einfach leichte Beuge in den Beinen halten. Und hier dürft ihr ruhig jetzt ein bisschen hin und her pendeln. Den Rücken ein bisschen entspannen, Kopf und Schulter ein bisschen entspannen, locker lassen. Ein bisschen hin und her pendeln. Gut, dann laufen wir langsam wieder nach vorne. Wir wollen noch einmal die Pyramidenposition einnehmen. Schönen langen Rücken machen, wie ein Dreieck einschnaufen. Dann von daher mit der Ausatmung die Beine anbeugen, wie vorher, fast den Einlift. Das heisst, Knie nicht ganz senken auf die Matte, gute Rumpfspannung. Und wieder strecken, einschnaufen. Ausschnaufen, senken. Und einschnaufen, hoch. Super, so gut wie es geht, euch lang machen. Und wieder gut heben hier aus den Knie. Genau, super. Denkt daran, gut eure Atmung fliessen lassen, aus und wieder rein. Gehen wir zweimal. Gerade noch einmal richtig Pyramiden und beim nächsten Mal beide Beine anbeugen und dann ganz richtig Vierfüßerstand senken. Sehr gut. Schaut, achtet euch nochmal drauf für die nächste Sequenz. Hand gut unter der Schulter, Knie hüftbreit offen. Wir finden über die Diagonale an, rechts Bein hinten, linke Arm nach vorne, Daumen zeigt nach oben. Jetzt versucht euch lang zu machen. Das heisst, Arm nach vorne, Bein nach hinten. Und jetzt versuchen wir einfach so kleine Kreisli zu machen. Nicht allzu gross kreisen. Es geht darum, uns gut zu stabilisieren. Je grösser wir den Kreis machen, desto schwieriger ist es zum Heben. Das wollen wir jetzt am Anfang noch nicht. Wir wollen es wirklich ganz, ganz klein trainieren. Es geht wirklich darum, da aus dem Rumpf, Bauch und Rücken stabil zu behalten. Gleichmässig ein- und ausschnaufen. Blick ist nach unten. Das heißt, schön in der Verlängerung der Wirbelsäule. Dürft ihr gerne versuchen, am Kreis richtig zu wechseln. Wirklich gut aus den Schultern heben. Wenn ihr nicht mehr kreiseln kann, einfach nochmal heben bleiben. Super. 3, 2, 1 und lösen. Wir haben rechts gut gestützt. Für das tun wir gerade wieder ein bisschen entspannen. Rechte Arme zieht hoch zu der Decke, einschnaufen und unten durch einfädeln aus. Wieder einschnaufen. Wer hier gut kontrollieren will, dass nur der Oberkörper mitrotiert, der darf hier gerne das linke Bein hinten strecken. So habt ihr ein bisschen mehr Kontrolle über euch Becken, dass das eigentlich nicht mitbewegt, nur die Rotation aus dem Oberkörper passiert. Einschnaufen und aus. Dann ist richtig lang ziehen oben, öffnen und lösen. Super, wir wechseln die Seite. Das heisst, links Bein hinten, rechte Arm vorne. Zuerst wieder gut lang ziehen. Es geht wirklich um die Länge, nicht um die Höhe. Und dann hier wiederum anfangen, Kreisbewegung machen. Denkt daran, Rumpfspannung immer noch haben. Gut ein- und aus. Nicht allzu gross kreiseln. Es geht wirklich darum, ihr könnt auch einfach nur heben, wenn dieses schwierig ist. Einfach wirklich gut die Spannung aus der Rückendiagonale aufbauen. Kreis richtig noch wechseln. Jetzt vielleicht schwieriger, links Stützarm. Meistens die schwieriger Seite, darum wirklich gut darauf achten, dass ihr euch spannt. 3, 2, 1 und senken. Und dann linke Stützarm lösen, einschnaufen, richtig Decke ziehen.
Und ausschnaufen, unten durch die Federn, Schulter, Ohr, Richtung Matte. Wieder einschnaufen. Und aus. Wir dürfen hier wieder zum Kontrollieren gerne das Gegenbein rechts nach hinten. Um wirklich sicher zu sein, dass euch das Bettchen eigentlich nicht mitbewegt. Einschnaufen. Und aus. Das Ziel ist ja die Rotation aus dem Oberkörper. Gerade noch einmal in die Länge ziehen. Super, wunderbar. Wäre die Sequenz bereits im Vierfüßerstand gewesen. Wir wechseln in die Rückenlage. Ihr kennt es, ganz vorne am Matterrad sitzen, dass ihr noch immer genug Platz habt. Wir werden in ein Rolldown gehen, das heisst mit der nächsten Ausatmung so langsam wie möglich nach hinten runter. Oder ihr kennt es, habt an der Aussenseite schwieriger geführt, ein bisschen einfacher. Ihr entscheidet, was für euch in dem Moment möglich ist. Einfach so langsam wie möglich nach hinten abrollen, bis ganz in die Rückenlage. Dann ihr solltet ungefähr mit den Fingerspitzen nicht ganz auf die Fersen kommen, also nicht ganz so eng sein, einfach den Hüftbreite Stand behalten, dann das Becken zurückkippen mit der nächsten Ausatmung. Auf die Schulterblätter aufrollen, sogenannte Bridging, einschnaufen und wieder mit der Ausatmung Wirbel für Wirbel absenken lassen. Hier geht es darum, Lenden- und Brustwirbelsäule auf- und abzurügeln, ohne dass ihr zu viel Spannung habt aus dem Gesäß. Hier wirklich auch den Rücken gut auf die nächsten Bewegungen vorbereiten, Rumpfspannung aufbauen. Und vor allem auch den unteren Rücken lösen. Gut, dann versucht nur noch mit dem Becken ein paar Mal auf und ab zu kippen. Da geht es ein bisschen darum, eure neutrale Position zu finden. Da bereits ein bisschen Bauchspannung aufzubauen und dann das Becken in der neutralen Position bleiben zu lassen. Da auch noch ein bisschen nach innen mit der nächsten Ausatmung. Ein Bein nach dem anderen Tabletop, also 90 Grad Position Ober- und Unterschenkel. Versucht möglichst die 90 Grad nicht zu verändern, dann bleibt hier da die Übung etwas anspruchsvoller. In der nächsten Ausatmung linke Fußspitze berührt, einstufen zurücknehmen, das gleiche rechts mit der Ausatmung und wieder zurücknehmen. Links und wieder rechts. Machen das ein paar Mal so, dann gehen wir so in der nächsten Sequenz in eine kleine Steigerung. Einfach gut mit eurer Atmung mitschaffen und wie gesagt, versuchen den Winkel nicht zu verändern. Wenn ich die Positionen so mache, mit den Beinen den Winkel verändern, ist die Übung eigentlich viel, viel einfacher. Dadurch versucht wirklich, den Winkel in den Beinen zu heben. Genau, super, okay. Jetzt, nächste Sequenz, Single Leg Stretch. Fängt wieder rechts an, das mal mit der nächsten Ausatmung nach vorne strecken, einschlafen, zurücknehmen. Links Bein nach vorne. Versucht, den Winkel immer noch zu haben, beziehungsweise die Rumpfspannung nicht zu verlieren. Dürft ihr euch auch gerne mal kontrollieren, beide Becken schaufeln. Wirklich hier stabil. Und der Bauch sollte eigentlich nicht gross nach außen kommen, also keine grosse Bauchwölbung sollte es geben. Sondern wirklich möglichst den Bauchnabel nach innen behalten, dass wir eben auch hier unten im Rücken unsere Stabilität behalten und so es nicht mehr ins Hohlkreuz zieht. Noch drei, noch zwei, noch eine und kurz Pause. Beide Beine zurücknehmen ins Päckchen, da sind wir so ein bisschen in Spannungsposition, wir kennen es einfach. So weit zurück nehmen, dass ihr ein bisschen auch Bein, Hüftmuskulatur und natürlich euren Rumpf, Bauch entspannen könnt. Gehen wir mal, wir nehmen den Oberkörper mit, wir kombinieren die beiden Bewegungen, gerade Dead Bug und Single Leg Stretch. Für das wenn wir noch einmal unten an, gerade aufbauen, mit der Ausatmung flachen Bauch machen und ein Bein nach dem anderen nach oben. Beide Hände hinten verschränken im Nacken. Zuerst Dead Bug, gerade viermal mit der Ausatmung. Links anfangen, einschnaufen.
Der Oberkörper bleibt gerade ein bisschen oben, mindestens auf den Schulterblätter. Dann noch eins rechts und wechselt zum Single Leg Stretch mit rechts. Ausschnaufen nach vor, einschnaufen zurück. Auch wieder viermal, Oberkörper bleibt oben. Schön auf den Schulterblätter. Gerade noch eins Steadpack. Machen noch zwei so Sequenzen. Links tief, aus und ein. Aus und ein. Noch eins so. Spannung. Und dann ist Single Leg Stretch. Oberkörper bleibt, Ellbogen breit. Gar nicht zu hoch oben bleiben. Es geht darum, die Rumpfspannung nicht zu verlieren. Aus und ein. Aus und ein. Super. Kurz heben. Entspannen. Sehr gut. Und letzte Sequenz. Noch für unsere Rumpfmuskulatur. Geht noch ein bisschen die seitliche Rotation. Seitliche Bauchmuskulatur. Gerade noch einmal absenken mit der nächsten Ausatmung. Ein Bein nach dem anderen im Federtopf. Rumpfspannung heben. Hände hinter den Nacken. Rechts Bein nach vorne. Und das mal rotiert der rechte Ellbogen zum linken Bein. Ausschnaufen. Einzug in die Mitte. Ausschnaufen. Das mal linke Ellbogen rechts neu. Und wieder rotieren. Immer mit der Ausatmung rotieren. Bein strecken. Zurück in die Mitte. Tabletop. Ausschnaufen. Rotieren. Und zurück in die Mitte. Versucht nicht zu fest im Hinterkopf zu ziehen. Es geht darum, die Rotation gut aus dem Oberkörper zu schieben. Die letzten drei Mal. Come on. Super. Genau. Letzte Mal rechts und links. Und dann haben wir es schon angeschafft. Super. Und lösen. Unter die Rücken kurz entspannen, beide Beine absenken, Arme in die Seite halten und rechte Beine Seite absenken. Den Kopf dreht entgegen links, einschnaufen und dann mit der Ausatmung wechseln. Wieder einschnaufen. Einfach leichte Rotation. Von der rechten zu der linken Seite kneugend, beide, die eine Seite, den Kopf dreht entgegen. Das Ziel ist, beide Schulterblätter auf der Matte zu lassen, das heisst, den Oberkörper möglichst locker zu behalten. Und den Rücken zu mobilisieren. Sehr gut. Und lösen. Dann ein Bein nach dem anderen Tabletop, gerade mit beiden Händen. Fassen, einschnaufen und mit der Ausatmung euch langsam wieder aufziehen, zurück in die Sitzposition. Wunderbar. Zurückdrehen, das mal gleich im Schneidersitz. Ihr dürft gerne entscheiden, Langsitz oder nochmal zurück in den Fersensitz, wie es für euch angenehm ist. Einschnaufen, langziehen, noch einmal mit der Pilatesatmung abschliessen, ausschnaufen. Wieder einschnaufen und raus. Versucht euch noch einmal gut lang machen. Aus den Schultern, aus dem Rücken, wieder loslassen. Und das mal einschnaufen, rechte Hand. Senken wir über die Seite, wir schieben es nach rechts, linke Seite wird lang. Langsam aufrichten mit der Ausatmung, beide Arme hoch, lang, die Schulter tief, linke Hand wandert tief und rechte Hand zieht lang, rechte Flanke, manisch öffnen, super, manisch zurück in die Mitte ein, lang werden, Handflächen schliessen und mit der Ausatmung langsam senken. Super, ihr habt die erste Sequenz erfolgreich geschafft. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Viel Spaß!